Transhumanismus will den besseren Menschen schaffen. Dass man ihn als neuen, als trans, also über den normalen Menschen hinausgehenden betrachtet. Wenn du dich mit nichts mehr identifizierst und nicht mehr weißt, wer du bist, biologisch gesehen, dann kann man dich viel besser formen. Eine Schnittstelle bauen kann, dass unsere Gedanken direkt ausgelesen werden können, zum Beispiel in einem Computer. Die Ideen gehen bis dahin, dass man sozusagen das Bewusstsein eines Menschen hochladen wird können. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Labormediziner Professor Kullen über Transhumanismus will den besseren Menschen schaffen. Transhumanismus in den Man, Alter, ich finde das ein sehr spannendes Thema und ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los! Ich liebe euch. Welche Gefahren gehen vom Transhumanismus aus? Was verbirgt sich hinter dieser Ideologie? Und welche Interessensgruppen stecken dahinter? Darüber hat Professor Dr. Paul Cullen... Cullen? Oh shit. This is American, huh? ...Vortrag hier anlässlich des Patovax-Kongresses abgehalten. Er ist Laborleiter und Facharzt für Labormedizin sowie für Innere Medizin in Münster. Darüber hinaus setzt er sich noch für ungeborenes Leben ein. Für ihn beginnt das Leben bereits ab der Zeugung. Weshalb? So, stark. Sehe ich genauso. Was sagt ihr, Chat? Seht ihr das genauso eins in den Chat? Beginnt das Leben ab der Zeugung oder ab wann? Dass sich auch gegen die Abtreibung einsetzt. Mhm. Herr Professor Cullen, herzlich willkommen hier erst einmal in Tanzweg. Ja, herzlichen Dank. Herr Professor Cullen, können Sie uns in ein paar wenigen Worten den Transhumanismus noch einmal runterbrechen, bitte? Break it down, Bro, Digga, ich bin gespannt. Also Transhumanismus ist eine Bewegung, gibt es vielleicht seit 15, 20 Jahren. Und die Idee ist, mittels Technologie, also neue Technologien, entweder auf der biotechnologischen Basis oder auf der Hightech-Basis mit Computern, künstlicher Intelligenz, eine Art neuen Menschen zu schaffen. Und dieser Mensch wird so in seinen Eigenschaften anders sein als wir, dass man ihn als neuen, als trans, also über den normalen Menschen hinausgehenden betrachtet. Krass. Parallel dazu gibt es ja diese heftige, also diese ganze LGBTQ-Trans-Agenda so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Geht das vielleicht miteinander einher? Ist das vielleicht ein Schritt in eine gewisse Richtung? So, ich habe nichts gegen Menschen, die sich irgendwie anders identifizieren wollen oder Klamotten vom anderen Geschlecht tragen wollen oder was auch immer, so macht, was ihr wollt, weißt du, aber diesen extremen Push von dieser ganzen Geschichte auch auf die Kids und so, das wirkt schon sehr suspicious. Und viele Leute sagen, dass das eine Vorstufe vom Transhumanismus ist, weil am Ende des Tages, wenn du die ganzen Kids verwirrst, was sie eigentlich sind und die keine, also du entwurzelst die quasi, die wissen nicht mal mehr, was für ein Geschlecht die sind, dann ist es einfacher, aus denen so einen halben Roboter zu machen, weißt du, wie ich meine? Ist einfach so. Wenn du dich mit nichts mehr identifizierst und nicht mehr weißt, wer du bist, biologisch gesehen, dann kann man dich viel besser formen. Welche Interessensgruppen verbergen sich jetzt hinter den Transhumanisten? Gut, der Transhumanismus kommt letztlich, wenn man die Wurzeln zurückverfolgt. Aus der Eugenik raus, oder? Kommt es aus der eugenischen Bewegung. So. 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und die Idee ist, den besseren Menschen heraus... Also die Idee grundsätzlich ist, es gibt ja sowas wie Menschen unterschiedlicher Güteklasse oder Qualität. Und dann gibt es die Idee, wir wissen, was die besseren Menschen sind und dann wollen wir sie uns auch schaffen. So. Und die Vorstellung ist, dass man durch den Einsatz von bestimmten Technologien, zum Beispiel die Fähigkeiten von Menschen, auch zum Beispiel die Lebenserwartung von Menschen steigen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man direkt eine Schnittstelle bauen kann, dass unsere Gedanken direkt ausgelesen werden können, zum Beispiel in einem Computer, dass man und die Ideen gehen bis dahin, dass man sozusagen das Bewusstsein eines Menschen hochladen wird können in einem... Das ist so krass, das hört sich jetzt so crazy an für viele Leute, ne? Die meisten Leute denken, ah, krass und so, stell dir mal vor, das wäre so, ey, was ihr euch bewusst machen müsst, wir sind nicht weit davon entfernt.
wir sind wirklich nicht weit davon entfernt, dass die unsere Gedanken auslesen können und dass Menschen ihr Bewusstsein in irgendwelche Computer hochladen. So. Für alle Leute, die zu Hause sind und sich denken und ihre Eier chillen und denken so, alles ist schön und gut und so. Diese Entwicklung findet gerade statt und es muss uns allen bewusst sein. Und dann müssen wir anfangen, dagegen zu arbeiten. Ja, dass wir vielleicht noch irgendwie als Menschheit in eine andere Richtung gehen können. Weil wenn wir irgendwann da angekommen sind, ihr müsst euch mal vorstellen, was das für eure Realität bedeutet, wenn ihr komplett gefangen seid. So. Du darfst nicht mal mehr independent denken. Du darfst nicht mal mehr darüber nachdenken, dass die Regierung irgendeinen Fehler macht oder dass irgendwelche Leute versuchen, uns irgendwelche Sachen einzutrichtern. Dann wirst du schon bekämpft quasi. Dann hast du schon mit Konsequenzen zu rechnen. So, weißt du? Und ich glaube, wir sind wirklich nicht weit davon entfernt, dass wir in einer Welt leben, wo alles kontrolliert wird. Und du, wenn du frei sein möchtest, echt, Alter, eigentlich raus aus der Gesellschaft musst und irgendwo anders deine eigene Zivilisation gründen musst. So wie ich das vorhabe eigentlich, so, weißt du? Irgendwo im Dschungel einfach eine eigene Community aufzubauen, die mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun hat. Weißt du? Auf irgendeiner Insel oder so. Eine Art Superrechner in so einem Cloud, dass man dann sowas wie ein kollektives Bewusstsein wird schaffen können. Also das sind Gedanken, die aus dem Science Fiction kommen, die auch danach klingen, aus meiner Sicht unrealistisch sind. Aber das macht sie ja nicht weniger gefährlich, weil die Menschen, die dahinter stecken, zum Beispiel ein ganz bekannter Protagonist ist Ray Kurzweil, der... Unrealistisch, Digga? Ich weiß nicht, Bro. Also, wenn ich so gucke, wie die Welt sich entwickelt und wie die Kontrolle immer mehr wird und dass du eigentlich als Typ, wenn du ein gewisses Standing hast, sag ich mal, oder wenn dir viele Leute umso mehr Leute dir zuhören, umso weniger darfst du sagen. Wir sind schon in der Welt angekommen, dass wenn du jemand bist, dem viele Leute zuhören, dann darfst du gewisse Sachen einfach nicht mehr sagen und das ist universell auf der ganzen Welt überall so. Es gibt ein Level an Zuhörerschaft, wenn du die erreicht hast, dann darfst du nicht mehr sagen, was du wirklich denkst. Und da sind wir schon angekommen. Und wenn du das weiterspinnst, dann sind wir nicht weit weg davon, dass du irgendwann gar nicht mehr richtig frei sein kannst und denken kannst und sagen kannst, was du möchtest, so ist so. Bücher dazu geschrieben hat und wenn man wissen will, wer ist Ray Kurzweil, der ist nicht irgendwer, sondern der war lange Zeit der Technologiechef von Google, jetzt Alphabet. Da stecken solche Leute dahinter, die wir... Naja, sich im Dschungel verstecken hört sich für mich persönlich eher nach einem Horror an. Es geht nicht um im Dschungel verstecken. Ich will mich nicht verstecken im Dschungel. Ich will einfach mit der Natur verbunden leben, weg von dieser ganzen Entwicklung, die wir gerade haben und wieder vernünftige Menschen kreieren, so weißt du, die mit der Natur in Verbundenheit leben, die lieben, Digga, die eine geile Community haben, die sich gegenseitig unterstützen, die Menschlichkeit und Liebe an erste Stelle stellen. So. Wir haben das Menschlichsein und das Menschsein generell verloren. So, es gibt nur noch eine Handvoll Menschen, es gibt ein paar Prozent an Menschen, die noch Zugang haben zu der Liebe, die wir eigentlich sind, so, weißt du? Und ich glaube, es wird wichtig sein, in Zukunft neue Menschen zu kreieren, die das an erster Stelle haben. Und dazu musst du halt außerhalb von der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, stattfinden. Weil in der aktuellen Gesellschaft, in der wir leben und bei der Entwicklung und die Schule und Technologie und Social Media und so, ist quasi unmöglich, weißt du? Deswegen ist kein Fliehen in den Dschungel und es ist auch kein Horror, das ist eigentlich was Schönes, finde ich. Sehr potent sind, auch wirtschaftlich sehr potent. Back to the roots, du sagst es. Und was man eigentlich wissen muss, ist, dass sie es ernst meinen. Es sind keine Spielereien, sondern die meinen es tatsächlich ernst. Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Welche Gefahren gehen vor allen Dingen vom Transhumanismus aus? Naja, normalerweise wird das so gesehen, dass man sagt, ja, das Problem ist zum Beispiel durch die künstliche Intelligenz werden die Leute, die keinen Zugang zur künstlichen Intelligenz haben, abgehängt werden. Man wird dann viele Arbeitsplätze vernichten. Entschuldigung, und man wird eine Art Zweiklassengesellschaft kreieren. Es wird die Supermenschen geben, die Zugang zu diesen neuen Technologien haben und die Abgehängten. Ich habe eine, sage ich mal, Minderheitenposition. Das ist nicht meine Angst, weil ich glaube, dass da viel zu viel versprochen wird und ich glaube, dass vieles nicht erreichbar ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube aber, dass das... Ich glaube, dass vieles erreichbar sein wird. Ich glaube, dass viel möglich sein wird. Und ich glaube, dass das auch in die Richtung gehen wird, wie er es gerade beschrieben hat. Aber ich glaube, dass die Leute, die da mitmachen, dann
irgendwann realisieren werden, dass nicht mitmachen eigentlich der richtige Weg war. Also du hast am Anfang das Gefühl, du hast andere Leute abgehängt und du hast Zugang zu der Technologie und du gehörst zu der oberen Klasse etc. pp. Und irgendwann wirst du merken, wenn du dann dein ganzes Bewusstsein in irgendwelche Computer hochlädst und nicht mehr sterben kannst und merkst, dass du immer weniger Mensch wirst und immer mehr Maschine wirst, werden viele Leute die Sehnsucht haben, wieder ein normaler Mensch zu sein, glaube ich. Deswegen werden die Leute, die sich die da nicht mitgemacht haben, am Ende des Tages dann doch wieder auf der richtigen Seite stehen, meiner Meinung nach so, weißt du? Das siehst du in vielen Bereichen, genauso wie bei dieser ganzen Corona-Impfung-Geschichte. Da haben auch viele ihren Aufwachmoment gehabt und ich glaube, das wird bei dieser Geschichte genau das Gleiche sein. Das heißt, paradoxerweise diesen ganzen Gedanken nicht weniger gefährlich macht, sondern gefährlicher. Weil, ja? Ja, es hängt ja auch immer damit zusammen, wer, also eine, sagen wir mal so, das erstmal ist es etwas Neutrales. Es kommt ja immer drauf an, wer hat diese Sache in der Hand, wie mit einer Waffe auch. Genau. Es ist natürlich so, es gibt zum Beispiel technische Mittel. Zum Beispiel, man kann für Menschen, die taub sind, heute eine Schnecke, eine Hörschnecke, künstliche Hörschnecke, einbauen in den Schädel und dann kann ein tauber Mensch hören. Es wird irgendwann mal möglich sein, es gibt da gute Entwicklungen, dass man eine künstliche Netzhaut wird schaffen kann, elektronisch, dass Blinde tatsächlich werden sehen können, zumindest Umrisse. Also, und daran ist nichts auszusetzen. Oder dass jemand, der zum Beispiel ein Gliedmaß verloren hat, ein Arm bekommt, der tatsächlich beweglich ist. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um diese Sachen, sondern es geht tatsächlich um den neuen Menschen zu schaffen. Das ist das Problem. Und das Problem, was ich darin sehe, ist, diese grundsätzliche wird nicht gelingen. Aber wir haben das gesehen, zum Beispiel in der Vergangenheit gab es ja immer wieder Versuche, den neuen Menschen zu schaffen. Zum Beispiel in dem Kommunismus. Dieser Größenwahn, dieser Gottkomplex von vielen Leuten, weißt du? Die dann sagen, wir wollen einen komplett neuen Menschen schaffen und es muss aufs nächste Level getrieben werden, anstatt einfach nur die Vorteile davon zu nutzen für die Menschen. Das reicht doch, weißt du, wie ich meine? Warum tendieren wir Menschen immer so krass dazu, die Sachen zu übertreiben, ja? Die Sowjets wollten ja den neuen Menschen schaffen. Und das hat ja nicht funktioniert. Also bereits, also die kommunistische Revolution, russische Revolution 1917, 1923 hat die russische Revolution bereits versagt, weil die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr, also zusammenbrach. Und dann müsste Lenin zurückrudern und diese NEP, New Economic Program, das neue, also ein bisschen Privatwirtschaft wieder zulassen, um die Revolution zu retten. Aber danach haben sie gleich dann die Anstrengung verdoppelt und dann die Anstrengung nochmal verdoppelt. Das heißt, wenn diese Träume, die diese Menschen haben, sich nicht realisieren lassen, und sie werden sich nicht realisieren lassen, werden sie nicht, die Gefahr ist, dass sie nicht von der Idee ablassen, sondern die Anstrengung verdoppeln. Und da sehe ich die Gefahr. Ja. Der Song Wukong sagt, auch für medizinischen Nutzen ist mir das zu unnatürlich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, glaube ich. Ich glaube, für die medizinische Entwicklung, also es ist teilweise halt einfach schon nice, dass wenn du keinen, also wenn du zum Beispiel deinen Arm verloren hast oder dein Bein verloren hast oder irgendwas nicht mehr richtig funktioniert, dass du eine Alternative bekommen kannst und damit auch noch quasi komplett dann mit allen Möglichkeiten leben kannst, weißt du? Deswegen bei der medizinischen Sache, da bin ich schon so ein bisschen, da sage ich schon, das hat Vorteile. Trotzdem auch nochmal, es ist ja immer eine Abwägungssache, ein paar positive Beispiele haben Sie ja trotzdem auch schon, wozu man tatsächlich auch Instrumentarium oder Instrumentarien des Transhumanismus nutzen kann. Können Sie noch weitere Beispiele nennen? Na gut, ich glaube, man hat zum Beispiel eine Herzklappe. Eine künstliche Herzklappe ist ja eine Verbesserung, das gab es ja nicht. Und Menschen, die eine künstliche Herzklappe haben, die können 20, 30 Jahre lang gut leben, wo sie früher eigentlich daran gestorben wären. Das heißt, grundsätzlich ist nichts dagegen. Es gibt auch zum Beispiel Menschen mit der Parkinson-Krankheit, diese Bewegungskrankheit, die kann man durch Elektroden im Gehirn ihre Bewegungen deutlich verbessern. Also das heißt, ich bin ja überhaupt nicht gegen Technologie, auch nicht. So,
Das ist ein wichtiges Statement. Ich bin nämlich auch so eingestellt. Ich glaube nämlich, dass wir diese ganze technologische Entwicklung, ne, wenn du überlegst, so was wir alles fähig sind und was wir damit eigentlich alles machen könnten, so. Und da gibt es auch noch ganz viele verborgene Technologien, so wie freie Energie zum Beispiel. Wenn wir das alles für den Menschen nutzen würden, dann müssten viel weniger Menschen auf diesem Planeten leiden, so. Viele Menschen leiden auf diesem Planeten nur, weil andere Menschen Knappheit produzieren, damit sie dann andere ausnutzen können und eine Sklaverei quasi schaffen können, wo die meisten Menschen immer von wenigen Menschen abhängig sind oder von den Dingen, die wenige Menschen erschaffen, so, weißt du? Deswegen glaube ich, wenn das in richtigen Händen wären und wenn die Menschen Menschlichkeit an erste Stelle stellen würden und sagen würden, alles, was wir tun, ist dafür da, um anderen Menschen zu helfen und uns gegenseitig zu unterstützen, dann könnte diese ganze Entwicklung eigentlich ein Paradies aus diesem Planeten machen, so. Weißt du? Auch grundsätzlich nicht gegen die Gentechnologie als solche, sondern es kommt auf die Anwendungen an und es kommt darauf an, was will man damit schaffen. Und diese Leute haben tatsächlich die Idee, sozusagen einen völlig neuartigen Mensch zu schaffen, der sich sozusagen loslöst von der normalen Existenz, die wir heute haben. Und dieser Hybris, das ist ja das Problem. Es ist nicht so sehr die technologischen Werkzeuge. Zum Beispiel das Militär hat ein sehr großes Interesse an diesen Technologien. Die setzen jetzt schon zum Beispiel Helme ein, die über Magnetspulen die Gehirnwellen beeinflussen, dass man so eine Art Ruhigsituation geht, dass ein Drohnenpilot besser schießen kann oder ein Scharfschützer besser schießen kann. So, und das sind diese Anwendungen, die daraus, da sehe ich die Gefahr. Jetzt haben Sie ja schon ein... Es sind quasi die Menschen, die diese Technologien nutzen und in der Hand haben und maßgeblich quasi andere Menschen steuern und kontrollieren, so, weißt du? Wenn das Menschen wären, die ein gutes Interesse, ein positives Interesse daran haben, anderen Menschen zu helfen, dann wäre das positiv. Aber wenn das die gleichen Menschen sind, die wir heutzutage haben, die diese ganzen Kriege verursachen und die einfach unmenschliche Sachen promoten, dann ja, könnt ihr euch vorstellen, wie das genutzt wird. Persönlichkeiten genannt, Ray Kurzweil zum Beispiel. Welche Protagonisten spielen sonst momentan noch eine große Rolle und welche Funktionen haben sie auch gesehen? Klaus Schwab, Yuval Harari. Ja, natürlich das hat mit dieser ganzen Idee der vierten industriellen Revolution vom World Economic Forum ist. So ist es. Ja, intim verbunden. Und dort ist natürlich, man kommt nicht um Yuval Noah Harari umhin. Bruder, wir sind mies in der Recherche drin, weißt du, wie ich meine? So. Man weiß die Sachen schon vorher, weißt du, wie ich meine? Genau, Yuval Noah Harari ist für mich sowas wie der Muse von Klaus Schwab. Ja, Facts. Klaus Schwab, der ist jetzt, tritt in Ruhestand, aber das ist eigentlich Ingenieur, Wirtschaftsingenieur und auch sonstiger Ingenieur, ist im Grunde genommen ein Technokrat. Der ist nicht, wirkt auf mich nicht besonders kreativ. Und der braucht so jemanden, der ihm die Ideen gibt. Und diese Ideen, einer der ganz wichtigen Ideengeber ist Yuval Noah Harari. Und Yuval Noah. Ist auch crazy, wie dieser Yuval Harari quasi diese Sachen immer so erzählt, als ob das die normale, logische Entwicklung ist. So, weißt du, ich finde das so crazy, wie der sich in Interviews teilweise hinsetzt, aber manchmal expost er sich einfach mit seinen Worten und was der so erzählt, dass der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Menschen genau das glauben, was der da erzählt. So. Harari, der hat zum Beispiel, wenn sein Buch nimmt, Homo Deus. Also Gott, Mensch, ja, also man sieht, dass er diesen. Deus in man, Alter. Anspruch hat, diesen völlig, und er redet dann zum Beispiel von den nutzlosen Menschen. Ja. Der redet davon, dass die Privatsphäre überhaupt überholt ist und gar nicht notwendig ist. Und gerade solche Ideen sind aus meiner Sicht zutiefst menschenfeindlich. Mhm. Man geht safe. Eben davon aus, gerade Harari sagt es auch ganz deutlich, es geht darum, den Menschen eben zu hacken. Er ist wie eine hackable animal. Hackable animal, sagte er. Es wird praktisch eine neue Software sozusagen dann auch aufgespielt. Ja. Vor diesem Hintergrund, was ist Ihr das Menschenbild der Transhumanisten? Natürlich, das ist ein großes Problem. Das ist ein sehr materialistisches und reduktionistisches Menschenbild. Teuflisches.
Also die Grundannahme, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass es diese materielle Welt gibt und sonst nichts. Und dass sozusagen das Bewusstsein, das, was den Menschen ausgeht, eine Art Nebenprodukt von biochemischen Prozessen ist. Dass der Mensch sozusagen in seinem Schädel stattfindet. So, und das. Das ist die Hölle, das ist buchstäblich die Hölle. Dafür auch wissenschaftlich, das ist nicht belegt, ja. Aber es ist ein bestimmtes, sehr, sehr aus meiner Sicht reduziertes Menschenbild und reduziert den Menschen auf bestimmten Funktionen. Da ist doch mal jetzt interessant zu hören, wie sieht denn demgegenüber Ihr Menschenbild aus? Gut, also mein Creation. Menschen. All praise to the Most High. Gang. Aus. Gut, ich bin. Ich glaube, dass jeder Mensch von Gott mit Würde ausgestattet ist. Ja, das ist mein Menschenbild. Also ich bin natürlich, ich bin Christ und natürlich wir leiten unsere Würde ab von der Gottesebenbildlichkeit. Nun gibt es viele Leute, die werden diesen Glauben nicht teilen. Aber ich glaube, wenn wir unsere ganze Rechtsstruktur im Westen betrachten, die Grundsäulen unseres Rechtes, dass der Mensch mit Würde ausgestattet ist, geht von diesen Gedanken aus, auch wenn das teilweise verschüttet ist in unserer Kultur, dass jeder Mensch eine eigene Würde hat an sich, dass es keine Abstufungen gibt in der Grund. Auch Wert auch, weißt du, dass jeder Mensch einen gewissen Wert hat, so. Einfach, weil er existiert. Wir sind alle was wert. Und diese anderen komischen Transhumanisten da, die wollen uns ja quasi eintrichtern, dass wir eigentlich nichts wert sind. Aber wir sind alle wert. Wir sind God's Creation. Solange du lebst, generell, wir sind life, Bro, wir sind Leben. Natürlich sind wir was wert. Wir gehören dazu. Wir sind alle eins. Jedes Tier ist was wert. Die Natur ist was wert. Jeder Mensch ist was wert. Ich frage mich, wie man daran nicht glauben kann. Ja, ich schwöre. Die Wertigkeit von Menschen. Und dass jeder Mensch, dass jedes Leben ein Ziel hat. Und dass jedes Leben wertvoll ist, dass jeder Mensch wertvoll ist. Ja? Und hier haben wir eine ganz andere Sicht auf den Menschen. Hier werden die Menschen zum Beispiel nach ihrer wirtschaftlichen Verwertungsfähigkeit, also der eine ist wert. Das ist es. Das ist das, was ich auch immer wieder gesagt habe, auch in meinen Talks und so. Menschen bewerten Menschen mittlerweile daran, wie viel Materialismus die angehäuft haben, wie wirtschaftlich krass die sind, wie viel Fame die haben und so. Menschlichkeit und Liebe, Digga, das ist eine Sache, die geht einfach immer mehr verloren. Und ich glaube, es ist auch einer meiner Jobs hier, das zu verbreiten und immer wieder anderen zu sagen, dass ich sie liebe und dass ihr was wert seid, so, weil das ist einfach Fakt. Das kannst du niemandem absprechen. Guck doch mal einen Menschen richtig an, ohne deine komischen Filter und ohne dein Ego. Guck einfach nur in die Augen rein, guck in die Seele, dann merkst du, dass wir alle was wert sind. Weil er wirtschaftlich mehr leisten kann, der andere kann nicht mehr so viel wirtschaftlich, das ist a useless person, ja. Und man hört es, der sagt es ganz offen heraus, der sagt, es wird in dieser neuen Welt diese nutzlose Menschen gibt, man wird sie vielleicht ruhig stellen mit Computerspiele und Drogen, aber im Grunde genommen sind sie über. Die Sedierung haben wir ja heute ja, schon. Ja, genau, genau. Das geht ja schon genau in die Richtung rein, so bewusst. Aber trotzdem nochmal die. Was sind so die Ziele? Wir sind mit den Transhumanisten in einem vollen Prozess, den Menschen zu technokratisieren, ja, zu maschinisieren sozusagen. Ja. Aber was sind die eigentlichen Ziele? Wir haben vorhin schon über das Thema auch Science Fiction ja schon. Ja. Was sagen Sie, sind die Ziele? Ja, also das totale Kontrolle. Läuft natürlich auch ein Technofeudalismus hinaus. Ich nenne das Technofeudalismus. Also es ist eine die feudale Gesellschaft wird dadurch, muss man sagen, schlecht behandelt, weil wenn man genau guckt ins Mittelalter, wie die feudale Gesellschaft so funktioniert hat, die war gar Feudalismus, interessant, kenne ich mich nicht so aus, ja? So schlimm, wie wir uns manchmal vorstellen, aber Sie sehen es ja ganz anders. Das ist eine feudale Gesellschaft. Was bedeutet das, Digga? Feudalismus war die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Ordnung West- und Mitteleuropas seit dem Mittelalter. Das Lehnwesen war eine im mittelalterlichen Europa herausgebildete Gesellschaft, Wirtschafts-, Rechts- und sie beruht auf dem Recht, dass ein Lehnsherr anderen Vasallen oder Lehnsmännern eine ihm gehörende Sache, das Lehen oder Lehnsgut überließ. What the fuck, Bro? Ich habe nichts verstanden. Sorry.
Warte, das gibt's auch für Dumme, ne? Einfach erklärt, hier. Adelige Grundherren erhielten von höher gestellten Feudalherren Grund und Boden zur Bewirtschaftung. Als Gegenleistung für dieses sogenannten Lehnen mussten Kriegsdienste erbracht werden. Verleiht Grundbesitz und Rat und Hilfe, Schutz und Tiere. Okay. Ich glaube, ich habe es hier verstanden. Freien Land und Ämter, Schutz und Treue. Das ist quasi so eine Abhängigkeitsspirale, ne? Also die von oben geben denen von unten gewisse Dinge, leihen denen gewisse Dinge und die müssen dann wieder für die da oben gewisse Dinge tun. Die leisten quasi und die verleihen. Okay, verstehe. Ich küsse dein Herz, sorry. Bro, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, Vishu. Technologische Basis, wo man eine kleine Elite hat, eine kleine Schicht, die haben das Sagen. Privilegien, ja. So, und der Rest, dann gibt es unter diese Schicht gibt es dann eine Art Zubringerschicht, sage ich mal, die für die Versorgung dieser führenden Schicht verantwortlich ist. Und dann gibt es die Mehrheit der Bevölkerung, die, wie Yuval Noah Harari sagt, useless people. Und er sagt, das sagt auch Schwab. Das ist quasi moderne Sklaverei, Digga, oder nicht? Wir werden, es ist ja, die nächste Revolution ist eine Revolution sozusagen in den Körpern und Minds, also in den Bewusstsein. Wir werden ein neues Bewusstsein schaffen. Wir werden eine Art neue Menschen schaffen, neue Bewusstseinsinhalte schaffen. Und das wird die vierte Revolution sein. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht Hybris. Also das ist nicht erreichbar. Aber denkst du? Ist natürlich... Bro, ich hoffe es. Nicht weniger gefährlich, weil man muss... Ich küsse dein Herz, Song Wukong, lieber an dich. ...dann verstehen, das Menschenbild, was dahinter steckt, ist zutiefst antidemokratisch, ist zutiefst unmenschlich und zutiefst... Ja. ...diskriminierend. Und wenn man dann guckt... World Economic Forum oder also Vereinte Nationen mit ihren zum Beispiel Nachhaltigkeitszielen. Da wird überall geredet von Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Aber das Menschenbild, was dahinter steckt, was sozusagen die Grundlage dessen bildet, ist genau das Gegenteil davon. Ist zutiefst, menschenverachtend. Ja? Guter Mann, Digga. Das ist doch jetzt mal interessant zu wissen, die Transhumanisten auf der einen Seite, welche Gegenbewegung gibt es denn aktuell? Love Gang. So, spread love, bro. Das ist die Liebesrevolution, Digga. Das ist Love Season now, meine lieben Freunde. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Das sind die People, die an Gott glauben, Mann. Die daran glauben, dass wir alle zusammenhängen und dass wir wertvoll sind und dass wir nicht in der materiellen Welt gefangen sind, sondern dass es auch noch was gibt, was höher ist als das. So. Na gut, als Gegenbewegung gibt es zum Beispiel uns. Also es gibt die Leute, die hier bei der Tagung sind. Es gibt eine und ich glaube, dass ich betrachte zum Beispiel die Corona-Zeit als Geschenk. Ja. Bei Corona haben wir den großen Vorteil, dass wir bei dieser Episode gesehen haben, wie wir verarscht werden und es ein Riesenpotenzial mit sich gebracht hat, aufzuwachen. Anfang, Mitte und Ende sehen können. Also wir wissen, wie die Story ausgeht. Wir wissen, wie sie endet. Und wir wissen inzwischen, also fehlen vielleicht ein paar Details, aber das sind nur noch Details. Wir wissen, dass wir Recht hatten, die anderen hatten Unrecht. Und wir wissen, dass die wussten, dass wir Recht hatten von Anfang an und haben so trotzdem das Gegenteil gesagt. So. Das heißt, aus dieser Episode, und man hat dann bei den Impfstudien von Teleskopieren, das war tatsächlich teleskopiert. Professor Dr. Med. Paul Cullen, Digga. Talking in, man, oder was sagst du? Konnten wir in Echtzeit wie ein Opern- oder ein Theaterstück sehen. Und jetzt natürlich
gibt es einen Teil der Bevölkerung, vielleicht sind das 25%, vielleicht sind das 30%, schätze ich in der Größenordnung, von Menschen, die tatsächlich aufgeweckt sind und die jetzt, zum Beispiel, ich gehöre selber dazu, die ich nenne die ja Corona-Augen. Ich sehe die Welt jetzt in vielen Bereichen grundsätzlich anders als vor 5 Jahren. Und das geht nur, nicht nur mir so, sondern vielen so. Und ich glaube, dass wir haben auf einmal entdeckt, zum Beispiel den Wert der Gemeinschaft. Das war ja ein Stück weit verschüttet gegangen. Wir haben ein Stück weit, wir waren auf uns zurückgeworfen und haben dann, also tatsächlich, Resilienz ist eine dieser Schlagwörter, aber tatsächlich die eigene Resilienz wieder entdeckt. Und wir haben uns vor allen Dingen vernetzt und anfangen jetzt politisch, jetzt nicht im Sinne von politischen Parteien oder nicht nur, sondern auch im sonstigen gesellschaftlichen Sinne angefangen, uns zu vernetzen. Und wir haben, ich glaube, dass wir gezwungen worden sind, auch die Grundwerte wieder zu reflektieren. Weil wenn alles noch gut geht, dann muss man das nicht. Aber wir waren ja sehr auf uns zurückgeworfen und mussten sehr in die Tiefe gehen. Bruder, besser kannst du es nicht ausdrücken, sage ich dir ehrlich. War bei mir so, war bei vielen anderen so. Und so kommen wir jetzt sozusagen zu anderen Schlussfolgerungen, als wir vor 4, 5 Jahren gekommen wären. Und das ist die Gegenbewegung. Ja, also Sie bewerten durchaus es auch positiv. Sehen Sie denn eine Entwicklung, dass wir uns auch wieder zu einem humanistischen, positiven Menschenbild? Das glaube ich schon. Also ich glaube, es ist jetzt ein bisschen Hase- und Igel-Spiel. Ja? Wer gewinnt? Wie geht es aus? Love is the strongest force ever. Die können für 1, 2 Jahre irgendwie vielleicht ein bisschen Überhand nehmen und so, aber Liebe wird am Ende immer gewinnen. Menschlichkeit und Liebe wird am Ende immer gewinnen. Dieses böse, teuflische wird nicht gewinnen können. Es geht nicht. Für eine gewisse Zeit vielleicht, aber nie für immer. So. Gott ist zu groß. Aber natürlich, was jetzt passiert ist, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Also ich hab so ein bisschen den Eindruck, man hat mit Corona den Bogen ein bisschen überspannt. Ich will jetzt nicht das, was alles an Unrecht passiert ist, will ich überhaupt nicht relativieren. Aber wenn man jetzt in die Zukunft guckt und sagt, was haben wir daraus gelernt? Diese Veränderungen, die passiert, die sind nicht mehr rückgängig zu machen. Es werden einfach so viele Sachen passieren, bis eine kritische Masse an Menschen aufgewacht ist und dann wieder zurück in Richtung Menschlichkeit und Liebe geht. So. Solange das nicht passiert, werden immer mehr Sachen passieren, bis das dann passiert. Aber dass es irgendwann passiert, es steht fest. Und ein Teil der Bevölkerung ist jetzt für diese Psychomanipulation und für diese Propaganda nicht mehr erreichbar. Das war vor 4 Jahren. Der meint uns. Ich liebe euch. Nicht der Fall. Also bin ich durchaus hoffnungsvoll, dass wir natürlich, meine persönliche Meinung ist, es wird noch ein paar Jahre so weitergehen, aber nicht endlos lange. Aber bereits jetzt sieht man sozusagen die Keime, so die langsam aufgehen, die Pflänzchen der neuen Zeit, die kommen wird, die eine bessere sein wird. Die ist jetzt schon erkennbar. Das ist Pflänzchen in den Männern, Alter, und los. Also dürfen wir darauf hoffen, dass die Überwindung des Menschseins nicht jetzt... Der Mensch ist nicht klein zu kriegen. So, und das bringt auch der Glaube. Das ist ein gläubiger Mensch, das merkst du sofort. Der glaubt an Gott, weißt du? Der glaubt daran, dass alles genau richtig ist, wie es ist. Und dass es am Ende in eine gute Richtung gehen wird. Und diesen Glauben dürfen wir nicht verlieren, weil das versuchen sie ja auch. Uns diesen Glauben wegzunehmen und uns zu sagen, dass wir eh nichts verändern können und dass wir den Kopf in den Sand stecken sollen und dass wir einfach alles mitmachen sollen, was die uns erzählen. Machen wir nicht, weil wir glauben an Gott. Ich liebe euch. Nein. Ich danke Ihnen, Herr Professor Kallen, für Ihre Ausführungen. Ja. Sehr interessant. Sehr stabiler Mann, Digga. Feier ich. Vielen herzlichen Dank. Ich küsse dein Herz, Bro. Korrekt, Alter. Cooles Interview, ne? Cooler Talk. Ich habe mir seinen Namen mal aufgeschrieben. Steht auf jeden Fall auf der Liste drauf. Vielleicht können wir mal einen Talk anschmeißen mit dem Herrn Dr. Kallen. Gefällt mir. Gute Vibes. Gut auf den Punkt gebracht. Gute Sachen gesagt. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out.